herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir hier auf der Seisser Alm auf ein paar Flächen, die wir schon seit ein paar Jahren bewirtschaften. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, den Walter Moosmeier, und eine sehr, sehr interessante Maschine, die wir euch heute zeigen. Walter ist ein bisschen der Ideengeber dieser Maschine. Und Walter, erzähl mal kurz, wo du herkommst, was du machst. Ich bin der Walter Moosmeier. Ich komme aus dem schönen Passaiertal. Aber heute die Ehre, hier in der wunderschönen Seisser Alm, die höchste Alm von Europa, was ich weiß, die elektrische Mähmaschine vorzustellen. Die Xenom ist eigentlich im Passaiertal entwickelt geworden, vom Gerald Reichecker. Und das ist eigentlich eine ganz moderne Maschine mit Hardware, aber Software und ein bisschen kompliziert, aber ganz fein zu bedienen. Und ich darf dir gerne, Stefan, das ein bisschen vorstellen, ein bisschen sagen. Mich freut, dass du das probierst. Das ist echt eine geile Maschine. Ich habe meine Wiesen auf meinem Hof für komplett elektrisch gemacht mit meinem Strom von der Photovoltaik. Mhm. Und es funktioniert. Ja, ich habe das letztes Jahr schon mal kurz probiert und deswegen schon mal kurz vorweg. Ich bin ein absoluter Fan von der Elektrotechnik. Aus meiner Sicht deswegen. Ich fahre auch da hinten, seht ihr, einen Tesla seit 4 Monaten jetzt. Elektro ist einfach unkomplizierter. Mit Benzin oder Diesel, egal, machst du Antrieb, Wärme und Hitze. Und da machst du fast nur Antrieb. Da hast du viel höheren Wirkungsgrad, du hast keinen Lärm. Ich habe es schon mal kurz probiert, du kannst nebenher wirklich telefonieren. Also hörst du Vögel zwitschern, brauchst keine Kopfhörer, nichts. Du hast keinen Rauch im Gesicht, also keine Abgase. Und die Technik ist einfacher. Ich meine, da sind, korrigiere mich gerne, da sind Industriemotoren drin. Die Motoren, die sind ausgelegt, irgendwo in der Fabrik 24 Stunden zu laufen. Also die sind im Grunde in einer Mähmaschine, sagen wir mal, unzerstörbar. Die Batterie ist logisch irgendwann mal ein Verschleiß, sagen wir, wird auch irgendwann mal erneuert werden. Kann man sich auch überlegen, ob man die noch zusätzlich als Speicher für zu Hause dann auch nutzen kann. Und ansonsten ist das Ding einfach sehr effizient und angenehm zu fahren. Also man hört nichts. Und ja, wir schauen es uns jetzt einfach an. Du erklärst mir mal kurz nochmal, was man hier alles einstellen kann. So, jetzt stehen wir hier vor der Maschine beim Cockpit sozusagen. Walter, erklär mal kurz. Also nochmal ganz wichtig, die Maschine ist schon an. Und wie ihr hört, hört ihr nichts. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ja, es ist eigentlich die Software ganz interessant gemacht. Ein kleiner Bildschirm mit den Kontrolllampen drauf. Da kann man eigentlich beginnen. Da kann man kontrollieren, ob die Bedienung alles funktioniert. Unten nach oben, die Knöpfe. Es ist alles hier mit Leuchten. Ich kontrolliere auf Seite, das Lenkung, links und rechts. Und eben Tempomat vorne und zurück. Und das ist eben fein. Dann geht man eben ins Menü rein. Dann kann man die ganzen Daten ein bisschen ablesen. Dann geht man aber noch weiter, wo man eben programmieren kann. Die Geschwindigkeit von der Maschine kann man programmieren, wie bei einem Tesla. Höchstgeschwindigkeit, das haben wir momentan 85% eingestellt. Da geht man weiter vorne sehr gut. Und nach der Balken kann man eben variieren. Von Anfang, wo ganz, ganz langsam geht, bis auch wirklich sehr, sehr schnell. Wir haben die Hälfte genommen, 50%. Dann ist auch der Strom vom Balken wichtig, wenn man oft meint, wo Sturne sein, wo man will, wenn man irgendwie nicht kommt, dass nicht der Klinge hingeht. Ganz praktisch gut. Eine elektrische Überlastsicherung. Also da ist zum Beispiel vorne irgendwas, was brechen soll, dann, wenn es zum Ausfall kommt, sondern die Maschine hat eine Überlastsicherung. Nicht? Weil sie zu viel Strom aufnimmt, schaltet sie einfach aus und das kann man einstellen. Ganz richtig, Stefan, also das hast du richtig erkannt. Und das ist ja Tempomat drauf, eben wie bei einer Tesla, du bist ja gewöhnt, drückst drauf, kannst du schier mahnen mit der Geschwindigkeit, wie viel du eingibst. Haben wir momentan 95%, weil man soll ein bisschen drunter bleiben, weil ohne Radl geht ja schneller beim Lenken. Nicht? Und wenn ich 100% habe, dann kann es nicht mehr schneller gehen, deswegen die 95%. Beim Rückfahren ein bisschen wichtig, wenn der Sicherheit ein bisschen langsamer fahren, dass es ein bisschen übersichtlicher ist. Da kann man unten noch ein bisschen die Stunden kontrollieren. Also wirklich ein ganz ein tolles Computer, sehr einfach. Da kann man noch die Batterie einstellen ab 15%. Wenn es erreicht ist, dann schaltet der Balken erst hoch. Und dann kann man manuell auch auf 10 oder 5%, dann kann man noch fahren, ist kein Problem. Da kann man die Drehrichtung auch verändern. Wenn man jetzt ein anderes Gerät hat, rechts oder links drehend ist, kann man eigentlich das noch verändern mit der Drehrichtung. Das ist eigentlich sehr, sehr fein, sehr, sehr übersichtlich gemacht. Die Firma Xenom hat das richtig durchdacht und sehr, sehr gut gemacht. Eine super Maschine. Was seien jetzt aus deiner Sicht die Nachteile der Maschine? Es gibt Vor- und Nachteile. Ich finde die Vorteile überwiegen bei Weitem. Ein bisschen Nachteile, ich will das nicht kritisieren. Vielleicht drunter dran, der sagt, wenn man so die Bodenfreiheit von einer anderen Maschine gewöhnt ist, eine hohe Bodenfreiheit ist da ein bisschen weniger. Stört mich persönlich, es ist nicht unbedingt, kann man machen. Es ist eine Bedienung, was man gewöhnen muss. Ich persönlich habe jetzt gedurft, die ganze Saison, jetzt den ganzen Sommer, mit der Form. Ich habe mich jetzt ganz gut daran gewöhnt, es ist richtig fein zu bedienen, die Lenkung und die Vorwärtsfahren. Bei mir auf Instagram so gesehen haben schon gefragt, ja, wie lange ist die Reichweite und so weiter, aber da kann ich euch schon mal beruhigen, das ist nicht das Problem, beziehungsweise also wir machen mit einem normalen Akku ungefähr 2 bis 3 Stunden. Es gibt 2 Akkus und der eine ist gerade hinten drin beim Laden, machen wir noch ganz voll, aber theoretisch kann man mit normalen Haushaltssteckdosen in der Zeit, wo die leer wird, der andere wieder voll, also das gleiche Prinzip wie beim Akkuschrauber. Jetzt logisch,
wenn man irgendwo auf der Alp ist, wo man keinen Strom hat, dann hat der Walter auch noch eine Lösung. Man kann logisch ein Aggregat mitnehmen, das geht auch. Aber wenn man jetzt irgendwo ist, wo man keinen Strom hat, dann hat der Walter auch noch eine Lösung. Die schauen wir uns auch gleich an. Zusätzlich eben eine Batterie, was man eben noch zusätzlich kann, als Koffer voll Strom, wie man so sagt, ein Stromaggregat von der Mähmaschine noch mal kann rausziehen und egal, ein Flex anschließen oder ein Ladegerät. Man kann den Wechselstrom von der Mähmaschine noch mal rausholen. Ich finde einfach, die Batterieressource ist einfach zu kostbar, leicht zu mähen, weil es steht eigentlich nach 50 Stunden mähen bei einem normalen Hof, ist die Arbeit getan. Dann steht sie allein Stodel und im Garage umeinander und die Ressource Batterie ist heutzutage zu kostbar, um stehen zu lassen. Viele Landwirte haben sowieso eine Photovoltaikanlage, also kann man die Batterien von der Maschine auch das ganze Jahr über als Speicher für die eigene Photovoltaikanlage nehmen und so den Strom praktisch Tag und Nacht ausgleichen. Einmal das und wie du richtig sagst, das, was ich da gebaut habe mit meinen Platten vom Kelderhof, das ist mein System, das gibt es jetzt nicht serienmäßig. Wenn es jemand möchte, kann man über die Firma reden, aber das ist mein System und ich bin mit denen sehr stolz drauf, das haben die abgewählt machen. Ich bin ja von Anfang an dabei mit der Mitentwicklung auch, als Ideengeber mit dabei gewesen beim Gerald Reichhecker. Und ich bin jetzt richtig stolz drauf, dass wir 2024, wenn wir jetzt schreiben, in unsere Wiesen im wunderschönen Südtirol können in Zukunft elektrisch mähen, einfach das auch überzeugt ist. Ja, weil ich meine, das ist jetzt, sage ich mal, die erste Maschine, die erste Serienmaschine. Vorher hat es ein paar Prototypen gegeben, oder Vorserien. Und es gibt wirklich so gut wie nichts auszusetzen. Also das wird sich logisch noch weiterentwickeln und dann wird es noch ausgereifter werden. Aber mir, glaube ich, fallen dann keine Argumente mehr rein, die für den klassischen Verbrenner. Ganz, ganz richtig, Stefan, mir gefällt deine Einstellung. Es ist wirklich, es gibt Leute, die sagen, das geht nie. Aber ich sage eben, alle sagen, es geht nicht. Und die haben es einfach nicht gewusst, dass es nicht geht und haben es probiert. Genau. Und kann ehrlich sagen, die solche Leute, habe keine Angst davon. Das funktioniert echt. Zwei, ja, drei also, Stunden Reichweite. Ja, die ganze wichtige Sache, was wir noch mitgeben. Also bei mir haben dann eben viele angefangen zu kritisieren. Ja, das funktioniert niemals und das ist auch nicht die Zukunft und tralala. Macht euch zuerst ein Bild, redet mit Leuten, genau, die es wirklich schon probiert haben und macht euch dann eure Meinung. Weil nur so irgendwie drauf los schimpfen, obwohl man gar nichts weiß, das ist genau das Gleiche bei den Smartphones. Haben damals alle gesagt, niemand verwendet ein Handy ohne das. Nicht? Wer hat heute noch ein Handy ohne das? Also, legen wir los, Walter Ilas. Ich würde sagen, du machst mal die erste Runde. Du hast sie schon ein bisschen in den Griff. Und dann übergebe ich dir mit Freude die Maschine weiter. Genau. Okay, also, let's go. Stefan, geht's los. Ja, ich muss echt sagen, die Vorteile von der Maschine sind einfach überwiegen in meinen Augen. Weil man muss denken, es ist ja kein Abgas in dem Moment, aber auch kein Auspuff von außen, bloß was eine Luftwirbelung macht, kein Gestank zugleich. Aber auch der Luftfilter, was sich dir ansaugt, sind oben voller Pollen, muss oben wieder ausputzen, wieder halten und das ist einfach ganz anders. Und auch der ganze Lärm hält sich in meinen Augen einfach auch Komfort. Hat man früher nicht dran geglaubt oft. Und wenn man aber denkt, wenn es leise ist, nicht stinkt, nicht stresst, dann ist man als Bauer noch weniger müde. Man hat das bei dem Auto auch erst nicht geklappt. Und heute, wenn man ein gutes Auto hat und von mir aus auch 1000 Kilometer fährt, dann steigt man dich, kraust du da raus. Und in der Landwirtschaft ist es heute auch. Wir müssen alle hart arbeiten in der Landwirtschaft. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass es leise ist, dass wir einen Komfort haben, dass wir es noch nicht so müde sein. Weil es hält den Bauern gut, weil arbeiten wir sich noch genug. Jetzt gehen wir in den Starten. Ganz einfach. Nichts anlassen. Leih. Kann ich den Knopf drücken. Jetzt. Was man hört, ist eigentlich leider ein bisschen der Balken. Und dann gab es auch noch Verbesserungen mit Seitenantrieb. Haben wir schon ganz, ganz leise. Und das hört man eigentlich auch mal ganz bisschen die Abrollen von den Motoren. Da ist ja ein Getriebe drin. Und der Motor. Es sind drei Motoren drinnen. Das heißt, links und rechts der Antrieb. Und in der Mitte, wo man das Gerät antreibt. Ein weiterer wichtiger Vorteil, man kann Musik hören, ohne dass das Geräusch der Maschine den Ton übertönt. Oder man kann sich sogar die Agri Academy anhören, dann kann man die Zeit gleich doppelt nutzen.
Jetzt sind wir bei 9%, also fertig. Jetzt, wie lange haben wir gemäht, Walter? Ich glaube, wie man so sagt, für 2,5 Stunden ja. haben wir gemäht jetzt. Genau, jetzt abschalten, hast du gesagt, oder? Wichtig abschalten, weil wir haben einen Ausstieg, dass es nicht Funken gibt. Das ist wichtig. Ja. Nachher kann ich hier alle vier Dinge aufdrehen. Schneller Verschluss, ganz einfach. Habe ich ja ganz leicht. Und das ist jetzt das schöne Stück Batterie. 5,3 Kilowatt hast du jetzt drauf. So, genau. Auskuppeln. Abgeschaltet nicht, das ist wichtig. Und dann kann man eigentlich gleich nehmen, die Batterie, die ist ja ganz leicht. Die neue ist jetzt noch leichter. Okay, genau. Jetzt haben wir eine Leichtigkeit. Ja, das ist man auch. Alleine ganz, ganz leicht. 225 Kilo. Der neue schon, der ist ein bisschen mehr. Na, wichtig ist am Ausstecken erst doch. Da haben wir die andere beim Laden gerade. Da wo drauf. Die nächste dran, wie bei der Ackerbohrmaschine. Super. Perfekter Verschluss. Ich der Stefan, geht schon wieder mit dem nächsten. Wieder anstecken. Wieder drauf. Verklicken. Und so ist Heimreich schon wieder startbereit. So einfach, ich glaube, wenn man ehrlich ist, mit Tanken schafft man in der gleichen Zeit nicht. Dann musst du auch Filter putzen. Filter putzen, probieren. Du hast auch noch keine Wartungspunkte. Also, die Messer. Und Heimreich ist da. So, jetzt sind wir wieder bei 100%. Und jetzt schauen wir, jetzt mehr mal gleich weiter, schauen, ob die andere gleich schnell auflädt, wie wir die fertig machen. Normal ist ein Schluss nach Kreislauf. Ja. Die Batterie lädt eigentlich gleich schnell oder schneller wie die andere Lever. Da kann ich eigentlich ununterbrochen mahnen. Man hat jetzt genau gesehen, die Batterie mit einem Mensch kann die kommutieren, wohin drogen, gar kein Problem. Jetzt haben wir noch Verstärkung bekommen. Der Markus mit dem Antonio Carraro mit einem Pfandmähwerk. Es sind hier insgesamt ungefähr 9 Hektar, was wir heute mähen. Nur mit der Mähmaschine ist das klarerweise nicht zu schaffen. Walter wird jetzt jeden Moment wieder zurückkommen, weil er wahrscheinlich bald den Strom fertig hat. So, und jetzt zweiter Batteriewechsel. Könnte noch, aber das Messer nicht mehr. Normal werden die Messer mit dem Automat geschliffen, alle die gleiche Schräge, die gleichen Grad und hier in und aus mit dem Automat geht es auch gleichmäßig. Das ist echt eine Notlösung jetzt, weil wir wollen weitermachen, die Batterie ist voll und die Messer müssen schneiden. Ohne Schneide geht es alleine. Und zack. Und wieder Startloch. Die Batterie ist aufgeladen, Messer sein. Geschliffen, ein bisschen geschmürt, alles tipptopp. Jetzt los. Hast du noch einen Speck da?
Ja, logisch. Perfekte Höhe, um da Speckhaut zu schneiden. Ja, Walter. Was haben wir jetzt in die Marmaschine angerichtet, um am Tisch improvisiert. Schüttelbord von Profanter mit Hanf. Das wird gut raus sein. Jetzt haben wir meinen eigenen Salami. 70% drin drinnen und 30% Schwein, also für meine eigenen Viecher. Und das ist ein Alpkäse. Vorletzten Jahr im Genussbunker beim Huber. Im Bunker nachgereift, das ist über ein Jahr im Bunker gewesen. Dann habe ich noch 2 Monate im Hai hingelegt. Und das ist jetzt ganz wach. Und wie gesagt, das ist 2 Jahre alt, das ist echt gewaltig, wie ein Parmesan, aber schön wach noch. Bitte, Freunde, greift zu. So, jetzt sind wir fertig. Weiter bedingt, wie man sehen kann. Eine halbe Stunde haben wir noch gebraucht, um alles fertig gewesen. Aber ja, müssen wir halt morgen übermorgen fertig machen. Also, Walter, vielen Dank. Berg heil, ja. Nächstes Jahr kann man dich besuchen, bei dir im Seil drin. Unbedingt, machen wir bei uns drinnen. Nein, ich muss auch sagen, von mir eine ganz nette Sache. Vorgegangen heim, Haufen gemacht, Verträge weg, fast wie in Formel 1. Also, wenn es euch gefallen hat, dann gerne wieder abonnieren, ein Like da lassen. Wir sehen uns. Vielen Dank.